Da geht schon das Problem bei vielen Menschen los, dass viele den Kopf in den Sand stecken, weil es zu weh tut, die Emotionen zuzulassen, die Niederlage zu fühlen. Also wie können wir Menschen helfen, dass sie diesen Verarbeitungsprozess auch tatsächlich angehen und nicht einfach nur irgendwo in eine Schublade packen und es irgendwo im Unterbewusstsein vergraben? Ich habe mir tatsächlich mal 10 Versprechen gegeben. Das ist jetzt nicht aus irgendeiner Keynote entstanden, sondern ich habe die in London damals bei der angesprochenen OP diese 10 Punkte aufgeschrieben und meine Unterschrift drunter gesetzt und die habe ich aufgehängt, damit ich wusste, das ist nicht nur an diesem Tag entstanden, sondern diese Verbindlichkeit habe ich jetzt mir gegenüber. Und das hat wirklich stark funktioniert. Fakt ist, du musst erst einmal zulassen, dass es so ist. Du musst einmal loslassen und weinen.